Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic bei Die Nacht des Raben. Ich würde jetzt mal vielleicht doch erst einmal zu Xardas gehen und die Queste machen, Hast du nicht weil wir gewusst? mit den Blutkelchen nicht vorankommen und wahrscheinlich hier mit den Wachen jetzt auch noch in Konflikt kommen da vorne. Das ist eine schlimme Sache. Wahrscheinlich hat er vor, mir jetzt auch noch wieder aufs Maul zu hauen da. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben Ich hoffe soll. nicht. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Na, die lassen mich in Ruhe. Okay. Gut, gehen wir zu Xardas. Machen die Quest. Also die Hauptquest erstmal weiter. Und kommen hoffentlich jetzt auch endlich mal in Kapitel 4 an. Und es fängt an zu regnen. Na super. Haben wir zur Not noch so einen Trank gegen die Besessenheit? Ja, Heilung der Besessenheit haben wir noch. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass hier vielleicht irgendwo noch ein Suchender rumläuft. Aber ich habe vor, jetzt endlich mal in Kapitel 4 anzukommen. Ich will endlich mal mit der Story weiterkommen. Wir waren ja sehr lange in Kapitel 3 hängen geblieben. Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und hatten auch einige Überlängefolgen sogar noch mit dabei gehabt. Deswegen, es wird langsam Zeit, dass wir das machen. Es wird langsam Zeit, dass wir weiterkommen, vorankommen. Also auf zu Xardas. Quatschen wir mal mit ihm. Und sehen zu, dass wir weiterkommen, weitermachen. Und wir sind auch schon mittlerweile stark genug gegen andere hier, also gegen die meisten hier anzukommen. Wir haben schon auch das nächstbeste Schwert. Danach wäre das, das, das und dann das hier. 160, Drachenschneide. 160 müssen wir schaffen. Wir haben aber auch 135, also 25 Punkte müssen wir noch irgendwo herholen. An Stärke. Da müsste ich mich dann aber auch schlau machen, welche Lehrer es gibt im Bereich Stärke, die einen bis 160 trainieren können. Und selbst wenn nicht 160, wir können auch zumindest 10, 15 Punkte nochmal runtergehen. 145 würde auch schon vollkommen reichen, damit wir die Drachenschneide nutzen können. So, aber hier sind wir schon bei Xardas und reden dann mit dem. Ich habe ihn auch ein bisschen vermisst. Den Arsch, muss ich auch sagen. Ist aber auch irgendwie so im Nachhinein ist er doch ein sympathisches Arschloch, meiner Meinung nach. Ist Lester hier? Wo ist denn Lester? War er nicht immer hier? So, Xardas? Kein Lester, okay. Hey, Xardas. du. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Belias. Die Klaue Belias? Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie den Wassermagiern gegeben, damit sie sie im Meer versenken. Bist du von Sinnen? Weißt du, was du da aus den Händen gegeben hast? Diese Waffe hätte uns von großem Nutzen sein können. Ich glaube, es war besser so. Die Wege der Götter sind unergründlich. Geil. Vatras hat mich übrigens zu dir geschickt. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas in einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Aber Xardas? Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann.
Okay. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es okay. ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Wird das Umkehrritual funktionieren? Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Okay. Dann auf zu Sekops Hof. Dürfen wir wieder rennen. Aber okay, ist auch jetzt interessant, Xaras mal außerhalb seines Turms zu sehen. Was auch nichts mit den Orks da zu tun hat. Also einmal, also sein Turm in Gothic 1. Dann halt bei den Orks in Gothic 1 da unten ist er auf einmal aufgetaucht. Sonst war er nie woanders, meine ich. Zumindest habe ich ihn nie woanders gesehen. Aber wo ist jetzt eigentlich Lester? Ich vermisse den alten. So. Ach, wir brauchen nur noch knapp 9000 Punkte. Für die nächste Stufe. Und wir haben aber keine Lernpunkte mehr. Da stelle ich mir jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich an die restlichen Lernpunkte? Abgesehen davon, dass wir Quests erfüllen. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Mal vielleicht nach Jakenda zurückkehren. Da sind wahrscheinlich die Kreaturen dann im nächsten Kapitel auch wieder zurückgespawnt, sagen wir mal so. So hoffe ich doch. Im Mintal, also wenn wir Kapitel 4 sind, definitiv hier in Corinis sind ein paar Kreaturen zurück. Im Mintal sind ein paar Kreaturen zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Jakenda dann genauso ist, dass wir dann da auch ein paar Mal hin müssen. So. Warte, war das hier Sekop? Ne, das war Lobat. Das hier war Lobat. Wo war nochmal Sekops Hof? Genau, Lobat. Für ihn habe ich nichts mehr zu tun. Kann ich auch seine Schafe einfach mal alle umhauen? Finde ich für Erfahrungspunkte. Wäre sicher nützlich, ne? So, okay, kurz überlegen, wo war Sekop? Auf jeden Fall kann der nur noch unten da bei Ona sein. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist eine schlimme Sache. Ich hab da meine Eier. So, Average. Mit Joe habe ich auch keine Ahnung, wie wir das hinkriegen müssen. Das ist doch etwas Neues. Und in welchem Turm er ist. Wir haben schon ein paar Turmschlüssel bekommen. Aber ich habe keinen Schimmer von welchem Turm noch alles. So. Er hat keinen Schlüssel, okay. Und auch keine Waffe. Keine Waffen mehr zumindest. Die beiden lassen wir. Was ist mit Mika? Hat er einen Schlüssel? Nope. Er hat keinen.
Aber ey, mit einem Schlag war er weg. War kaputt. Warte mal, hier war doch irgendwo ein Tor oder so, warte. Eine Höhle. Mit einer Pforte. Mit einem Teleporter. Wo war denn die Höhle nochmal? Hier oben? Nee. Irgendwo war hier doch eine Tür. Eine Tür, eine Höhle. Oder hier vielleicht? Ja, ich sehe nichts. No, auch nicht. Wo war denn die Höhle? Da waren doch auch irgendwo noch ein Ork drin und so. Ja, keine Ahnung, wo ich die jetzt suchen soll, finden soll. So, Sekop. Doch, der war doch eigentlich da hinten bei Ona, stimmt. Das war der eine, bei dem ich irgendwie den einen Typen da auch noch auf jeden Fall die Nase rümpfen musste. Und warte mal, hier in der Höhle gab es doch auch noch einen. Eine Truhe mit Schlüssel. Der war es nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, der hat nichts damit zu tun. Oh, ich finde es aber schön, dass wir hier jetzt auch mal endlich friedlich durchlaufen können. Ohne irgendwie Angst zu haben, dass wir jetzt von irgendwas kaputt gehauen werden. So, in der Höhle war ja nichts. Nichts mehr. So, und dann ist das der Sekopshof gewesen. Hier direkt am Wald. Verdammt. Ja. Ist aber nicht die richtige Truhe. Okay. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Kommt fragen. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Aber okay. Ist das die Truhe? Goblin-Skelett erschaffen. Die heilvollen Irdura. War das das, was gebraucht wird? Hier, Till. Was machst du denn so? Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, klar. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen?
Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Okay, der ist, naja. So, warte mal, jetzt können wir direkt zu Pyroka. Wir haben das Buch, von Ildorath auf jeden Fall, können wir zu Pyroka ihm das geben und dann können wir das Auge Innos reparieren. Warte mal, ich würde lieber so einen Geschwindigkeitstrank mal nehmen. Oder warte, die Äpfel können wir auch mal uns gönnen, dann gibt ja immer einen Stärkepunkt. Nach einer Weile, oder ein Lebenspunkt war das zumindest. Dank der Geschwindigkeit. So, rennen wir mal ein bisschen. Nee, zu früh da vorne war das. Sind die da eigentlich immer noch geschändet oder kann ich die wieder ganz normal benutzen? Okay. Da haben wir wieder den Jorgen. Den Jorgensson. So. Ich werde mich da nicht einmischen. Pyroka, ich habe da was für dich. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Okay, nice. Dann gehen wir rüber. Auf zum Sonnenkreis. Einmal kurz auf der Map gucken. Ja, komm. Wir rennen an Dingens hier vorbei. Was ist jetzt mit Jorgen da vorne? Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Okay, dann alles Gute. Dann gehen wir auf zum Sonnenkreis. Ich mag die Musik hier. Beim Kloster gefällt mir die Musik am meisten. Und hier hört das immer wieder auf. So, über Akils Hof müssen wir dahin. Warte mal. Wir gehen den Weg über die Brücke. Na komm, so. Und der Wald müsste jetzt auch schon mittlerweile komplett frei sein. Von Orks und anderen Viechern. So hoffe ich doch zumindest. Apropos, waren wir eigentlich schon mal da oben? Können wir auch da hoch? Ich glaube nicht.
glaube, das wird nichts. So, da vorne haben wir die Straße irgendwo. Wo ist die Straße hin? Oh, Sumpfkraut. Nice, aber wo ist die Straße? Ich finde die Straße nicht mehr. Ja, super. Jetzt schon verlaufen. Na, vielleicht laufen wir doch noch irgendwelchen Kreaturen über den Weg. Ah, ist hier die Straße vielleicht? Nein. Hier, da haben wir sie. Und das Sprinten ist jetzt auch wieder vorbei. Genau, hier sind wir auch schon. Erstmal der Steinkreis und dann gleich hier noch die Dingens. Schwerer Ast? Wo kommt der denn her? Genau, und dann hier das, die verbackte Wand. So. Sind jetzt alle da? Sie. Den hatte ich nicht gesehen. Da haben wir sie. Xardas, Pyroka und Vatras. Hey, du. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. So, Pyroka? Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Okay, und Vatras? Ich habe noch eine Steintafel für dich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Okay. Wie weit muss ich weg von denen? Jetzt ernsthaft, wie lange brauchen die? Ich laufe hier mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, Heilpflanze. Weil ich nicht weiß, wie lange die jetzt brauchen. Noch eine Heilpflanze.
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ne, jetzt ernsthaft, wie lang brauchen die dafür? Das Auge Innos. So, endlich hat Pyroka eingewilligt, zum Sonnenkreis zu gehen. Ich lass die da. Noch ein Fellknüter. Ja, Mann, ich darf die jetzt nicht aus Versehen nochmal fressen. Ich hatte die wirklich aus Versehen zweimal gefressen. So, die sind ja immer noch dabei. Nichts zu holen. So, gibt's hier irgendwo noch einen toten Novizen? So, hier haben wir noch eine Heilpflanze. Und noch ein Feuernessel. Alter, ist das laut. So, sind die endlich fertig? Nein, immer noch nicht. Hey, du. Es ist vollbracht. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Okay. Warte mal. Pyroka. Ihr habt es geschafft, das Auge Innos ist geheilt. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Warte mal. Drachen jagt. Ich bin nun bereit, den Drachen gegenüber zu treten. Das Auge Innos wird mir helfen, sie zu bezwingen. Ich darf noch nicht vergessen, es zu tragen, wenn ich es in den Kampf gegen die Biester ziehe. Erst muss ich mit den Drachen gesprochen haben, bevor ich auch nur den Hauch einer Chance gegen sie habe. Das Dumme ist nur, dass das Auge bei jedem Gespräch mit einem von ihnen seine Kraft verliert. Ich benötige das Herz eines Drachen und eine leere Laborflasche, um das Extrakt des Drachenherzens mit dem geschwächten Stein des Amuletts an einem Alchemietisch zu vereinen, bevor ich mich dem nächsten Drachen stellen kann. Nichts zu plündern. Okay. Ich weiß schon, mit welchem Drachen wir zuerst anfangen. Ich weiß zumindest, wo drei Drachen sind.
So, ich will aber jetzt erst einmal... Komm, wir teleportieren uns. Passt zum Miental, haben wir zweimal. Teleportieren wir uns mal darüber. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf die Drachenjagd. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.